Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und heute gibt es eine weitere Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge haben wir den Boss hier gelegt. Und jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Diese Tür ist auf jeden Fall aufgegangen. Hier war so ein Schleier davor. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Okay, ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall rein. Springen wir jetzt gleich mal rein. So, und hier hoch. Genau, super. Aha, jetzt sind wir hier oben, oberhalb von dem Bossraum. Schauen wir uns das gleich nochmal ein bisschen um. Wenn wir oben hätte ich mal geil sein müssen, hätte ich mit dem Pfeil auf den geschossen. Da geht's raus. Loot haben wir da schon alles geholt, glaube ich. Genau. Okay. Weiter. What is this? Gehen wir auch mal runter. Ach so, das ist eigentlich auch nichts anderes, gell? So, mal Bus wieder in dem Raum. Wir gehen immer hoch und runter. Mit wissen, wie es, ob es da runter geht. Kann man da runter? Na. Nee, hier kann man nicht runter, wenn man bloß drückt. So. Gehen wir mal hier weiter. Treppe hoch. Okay, hier ist Loot. Will mich irgendwas schnetzeln hier drin? Ring des Sonnen... der Sonnenprinzessin. Ring der Sonnenprinzessin. Stellt DP langsam wieder her. Dieser Ring steht in Verbindung mit Gwynevia, der Sonnenprinzessin und ältesten Tochter des ersten Fürsten Gwyn. Die Wärme des Rings gleicht einem Sonnenstrahl. Er stellt die P nach und nach wieder her. Gwynevia verließ ihr Zuhause mit vielen anderen Gottheiten und wurde später die Mutter mehrerer himmlischer Kinder. Okay, stellt die P langsam wieder her. Könnte ich mir mal ausprobieren. Maximal Estus, mehr Seelen. Werde ich mal ausprobieren. Probiere ich jetzt einfach mal aus. So. Kann man hier irgendwo aufmachen? Oder war das schon alles hier, oder was? Gibt es hier noch eine Tür? Irgendwas? Okay, hier ist nichts. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Was ist denn das, eine Couch oder was soll das sein? Ein ganz schön großes Ding. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann würde ich sagen, dann müssen wir eigentlich zurück. Ich habe da aber noch eine Tür gesehen und ich weiß nicht, wie die aufgehen soll. Oder war das überhaupt eine Tür? Vielleicht war das gar keine. Nee, das war gar keine Tür bestimmt. Bei dem Rittern draußen. Ja, dann haben wir das Gebiet eigentlich abgeschlossen, würde ich sagen. Dann könnten wir ja rein theoretisch, weil dieser Hansel hier eigentlich gar keinen Bock zu machen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir jetzt machen.
Reisen, Gefängnisturm, da haben wir eigentlich alles gemacht, glaube ich. Haben wir da alles gemacht? Arno Londo ist fertig, das ist fertig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die gottlose Hauptstadt. Genau. Gehen wir in die gottlose Hauptstadt. Schauen wir uns da noch ein bisschen um. Im Kerker müsste ich eigentlich so ziemlich, glaube ich, alles durchhaben. Gottlose Hauptstadt. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hier runter. Schauen wir uns unten um. Dass wir hier alles finden. Okay, hier ist eigentlich nichts Großes, gell? Dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich durch. Schauen, ob sie weitergeht überhaupt. Okay, hier kann man auf jeden Fall runterspringen. Da oben sitzt der eine Idiot da. Okay, machen wir mal gleich hier weiter. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann wird er da oben kommen. Okay, hier geht es auf jeden Fall runter, aber nicht von der Seite. Okay, warte, geht es hier noch weiter? Hier ist ein Vorsprung. Bäh, lass mich raus. Okay, gehen wir einfach mal hier weiter. Schauen wir mal, ob das hier mit meinem Level jetzt schon machbar ist. Hier geht die Leiter hoch. Glaube ich, da kommen wir aber nur wieder. Schauen wir mal schnell hoch. Ich glaube, da kommen wir nur wieder zum Leuchtfeuer. Oh. Rostige Münze. Genau. Boah, was ist das denn? What the f... Mann. Mann. Wenn hier nur so Gegner kommen, dann flippe ich aus, du. Kommen die denn immer her? Sitzen die irgendwo auf den Felsen hier rum, oder was? Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich hier nicht mehr hoch. Was hier unten? Kaffeekränzchen. Okay, da sind wir gekommen, der ist schon runtergesprungen, oder ist es der? Ne, das ist der nicht, das ist ein anderer. Scheiße. Okay, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich dann da irgendwie wieder hoch? Egal, probieren wir es einfach. Hier ist doch nichts. Okay, komme ich auf jeden Fall wieder hoch. So, gehen wir mal hier weiter. Ist ja schon wieder einladend da mit dem. Mit da reinrennen, mit einem Haufen Gegner wahrscheinlich kommen.
Funkeltitanit. Okay, hier ist Runde. Oh, die Viecher schon wieder. Okay, uns mal den Loot, würde ich sagen. Na, oder? Boah, was ist denn das? Hier geht es auf jeden Fall zum Sumpf runter. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Geht es erstmal hier lang. Wahrscheinlich auch bei irgendwelche Fallen am Boden wahrscheinlich wieder. Okay. Funkeltitanit. Das ist von der anderen Seite. Und hier ist doch bestimmt. Sieht da aus wie so ein. Nee, okay. Oh! Oh! Giftig, ja, soll ich hier nicht rauskommen? Ah, das ist der falsche Scheiße. Ich sterbe, werd sterben. Gute P. Oh, ich hab's gerade eben gesehen. Mann. Alles klar, dann schauen wir, dass wir schnell wieder hinkommen. Hier runterklettern. Ich würde eigentlich schon gerne wieder meine Seelen haben wollen. So. Und den lassen wir gleich mal stehen hier, wenn der kommt. Ja, genau. Hier wirst du wohl doch nicht reinkommen. So, das war hier lang, gell? Aber ich möchte jetzt da nicht nochmal reinspringen. Muss sie dann irgendwie anders holen. Jetzt schauen wir nochmal. Schweine, das haben die gut gemacht hier. Siehst du mir fast gar nicht. Genau, ich will nämlich. Hier Runde. Weil meine Seelen müssten da vorne liegen, richtig. Das heißt aber. Entfernen. Verringert Giftung und heilt Vergiftungen. Das müsste doch eigentlich der sein. Den tun wir uns aber. Okay, den tun wir entfernen, entfernen. Tun wir den da rein. Genau. So, ich will ja jetzt gleich den auf den hier drauf springen, wenn es geht. Oder sind das zwei? Na, einer. Dass der mir nicht auf den Sack geht, wa?
geht doch. So, jetzt schneller hin, schnell, 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 schnell. Ah, Viech, Viech. Elendiges Vieh. Okay, meine Seelen haben wir auf jeden Fall schon wieder. Sind wir gerne mal eine Estos. So. Schnell rüber. Nee, das ist nicht schwer für ein Vieh. Das hört sich gar nicht gesund an. Schon wieder so ein Riesenvieh. Oh, ein Riese. Ist das nur eine oder sind das mehrere? Die können wir eigentlich killen, oder? Komm, den schaffen wir, Andi. Ist das ein Riese überhaupt? Ist das ein Wildschwein? Was ist denn das? Ja, macht den Seitwärtsroll aber anders. Fettschwein. Stirb! Mann, ey, was haben die für ein Boss? Was haben die für ein Boss-Design, würde ich schon sagen? Was haben die für ein Gegner-Design? Holzzauberkapuze, Holzzauberrobe, Holzzauberhandschuhe, Holzzaubererhose. Wieder ein komplettes Set. Nice. Okay, das ist eine Mimik. Wie der Mimik erkennt, habe ich ein Tutorial gemacht. Könnt ihr auch auf meinen Kanal anschauen. So. Ja, das ist, man kann da scheint irgendwas ranschmeißen. Finderglück, na. Ist hier irgendwas in dem Raum noch, oder was? Ich weiß noch nicht mehr, was das war. Wegesmarkierung. Okay, hilft nicht. Scheiß Mimix. Hast du diese Gegner? Symbol der Habgier. Okay, das ist so ein Helm. Logans Beschleuniger. Okay.
So. Abfall. Ist hier noch was? Okay Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir wieder Schluss. Wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also auf jeden Fall dranbleiben. So. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch ein Like. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.